Katzenpo im Video. Nicht aufs Mikro. Möchte sie noch etwas sagen für dieses Video? Hm? Nein, nicht in die Haare beißen. Hallo. Können wir dann anfangen? Hallo. Hallo. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich heute ein LOL-Surprise-Video für euch. Das sind nämlich meine Top 10 LOL-Surprise-Weihnachtsgeschenke aus 2020. Ich finde es total schwer, mich zu entscheiden zwischen den ganzen Sachen. Aber ich habe jetzt mal ein bisschen mein Bauchgefühl sprechen lassen und versucht jetzt so eine ganz gute Mischung reinzubringen. Vielleicht kennt der ein oder andere mich ja von meinen Spielzeug-Reviews und ihr wisst, dass ich LOL-Surprise sehr liebe und ich super viele Videos schon gemacht habe. Für das Video heute habe ich euch auf der einen Seite Dinge rausgesucht, die ich schon mal ausgepackt habe und auf der anderen Seite aber auch noch nicht ausgepackt habe und auf die ich mich sehr freue. Wir starten mal mit Platz Nummer 10. Auf Platz 10 habe ich mal etwas ganz anderes gesetzt, was ich noch nie gezeigt habe, nämlich die Smartwatch von LOL Surprise. Ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen wie das erste Smartphone für Kinder. Es ist natürlich jetzt kein normales Smartphone, wie man das jetzt so kennt, sondern es ist so ein Zwischending. Ist auf jeden Fall ein ganz guter Übergang, wenn man noch kein Handy haben sollte, sondern erstmal so ein bisschen anfängt, sich mit den Medien zu beschäftigen und dann ja so eine eigene Uhr bekommt. Platz Nummer 9. Auf die Nummer 9 habe ich das Carpool Coupé gesetzt. Das habe ich schon auf meinem Kanal ausgepackt. Es ist nicht nur ein Auto, so wie man das normalerweise erkennt. Bei LOL Surprise ist es immer noch ein bisschen mehr als das. Auf der Rückbank gibt es nämlich zum Beispiel einfach mal einen Pool. Na, wer kennt es nicht? Hat man ja häufiger mal unterwegs mit dabei im Auto, oder? Oder man kann es umbauen in eine kleine Disco. Die Scheinwerfer vorne leuchten nicht nur, sondern die leuchten sogar in Schwarzlicht. Das Auto gehört nämlich zur Lights-Serie. Und bei der Lights-Serie gibt es ja immer ganz viele versteckte Dinge, die man finden kann. Nicht nur bei den kleinen Dolls, sondern auch bei den großen OMG-Puppen. Zum Beispiel bei der hier. Das wäre jetzt eine, die dazugehört. Das ist Angles. Die hat halt total viele Dinge hier versteckt. Da leuchten halt auch Sachen ganz cool, wenn man das mit Schwarzlicht anstrahlt. Oder auch hier oben die weißen Haare verändern zum Beispiel komplett ihre Farbe und sind dann nicht einfach nur noch weiß. Platz Nummer 8. Auf den Platz habe ich den Hair-Salon gesetzt. Und zwar ist das dieser unscheinbare Koffer hier, ja. Alles versteckt sich in diesem pink-schwarzen Koffer. Sehr praktisch für unterwegs. Den kann man halt einfach zuklappen, mitschleppen und dann halt wieder auspacken. Und dann befindet sich darin ein kompletter Haarsalon mit einer kleinen Doll. Da gehört eine JK dazu. Die JK-Dolls sind ja diese kleinen LOLs, die so ein bisschen ihre großen Schwestern nachmachen wollen. Und deswegen haben sie so eine riesige Schuhe. Also sind sie irgendwo was zwischen den kleinen LOLs und den großen OMGs. Was ich total cool finde, ist, dass man die Haare in diesem Haarsalon auch richtig waschen kann, weil wir haben da so ein Waschbecken oder ich weiß gar nicht, ist es ein Waschbecken oder eine Badewanne? Da kann man auf jeden Fall echt Wasser reinmachen und dann kann man oben so drücken und dann kommt das Wasser halt raus und kann dann die Haare richtig eintauchen und halt auch waschen und stylen und sowas. Wir haben auch Haarstyling-Sachen mit dabei. Ich habe mir auch selber die Haare gestylt. Ich habe mir da Glitzer reingeschmiert und Haarkreide und solche Sachen. Das war auf jeden Fall sehr spaßig, muss ich sagen. Oh, und ein Laufsteg gibt es auch noch, bevor ich das vergesse. Und noch so ein paar, also es gibt noch ganz viele andere Sachen. Ne? Oh, mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, sie nass zu machen. Ich glaube, die verändert ihre Farbe. Oh, hoppala. Platz Nummer 7. Nummer 7 ist das hier vorne. Das ist der Glamper. Den mag ich mega gern. Mit dem habe ich auch total viele Fotos schon gemacht auf Instagram, weil er einfach so super flexibel ist und der eignet sich irgendwie total gut, um auch damit Fotos zu machen. Das sieht jetzt auch wieder nur aus wie irgendwie so ein kleiner Camper, ist es aber nicht. Den kann man hier komplett ausbauen nach oben. Da könnt ihr auch gerne auf meinem Kanal mal vorbeischauen. Zudem habe ich auch ein langes Video gemacht. Bei mir sind die Videos immer gerne mal etwas länger. Nicht so wie dieses hier. Bei mir seht ihr wirklich immer alles komplett im Detail. Für die Leute, die den nicht kennen, hier ist unter anderem auch eine coole große Wasserrutsche noch mit drin versteckt und ein Pool. Dann haben wir so ein zweistöckiges Bett, also nicht ein Bett, sondern wir haben zwei Etagen, wo man halt da oben auch noch schlafen kann. Und eine Küche und ein Laufsteg und auch noch viele, ganz viele Kleinigkeiten. Wenn ihr euch ein bisschen mit LOL auskennt, dann wisst ihr, dass es mittlerweile auch schon einen neuen gibt. Es gibt nämlich einen, der ist lilafarben. Meiner ist noch sozusagen Serie 1, der ist noch türkis, aber es gibt schon wieder einen neuen. Ich glaube aber, da hat sich nicht wirklich viel verändert. Platz Nummer 6. Platz Nummer 6 sind die hier. Das sind die neuen OMG Remix Dolls. Das hier ist zum Beispiel auch eine von den OMG Remix. Das ist meine Lieblingsdoll, das ist die Kitty Kay. Oh, und hier unten haben wir auch noch eine stehen. Ich muss sagen, das ist wieder eine sehr, sehr coole Serie, die Remix-Serie. Und wir haben natürlich auch wieder 4 unterschiedliche Charaktere, die so gar nichts miteinander zu tun haben eigentlich, aber es sind halt alles Musiker. Ach so, nebenbei gesehen übrigens auch noch was. Das hat jetzt nichts mit dem Platz zu tun, aber wir haben noch 2 Musiker mehr. Die gehören nämlich auch zur Remix-Serie. Und da ist der erste OMG Boy mit dabei. Also ich persönlich finde, wir könnten die auch noch mit dazu zählen, oder? Zur neuen OMG Remix-Serie. Platz Nummer 5. Da
habe ich mich sehr schwer getan. Ich habe jetzt das Haus auf Platz Nummer 5 gesetzt, wobei ja eigentlich ein Haus auf Platz 1 normalerweise auch sein müsste. Aber es gibt momentan so viele neue, coole Sachen, dass ich mir gesagt habe, okay, das ist schon ein Tickchen älter. Deswegen setze ich das auf Platz 5. Wenn ihr da noch was Genaueres zusehen wollt, da habe ich sogar zwei Videos zu gemacht zu dem Haus. Einmal eine Anleitung, wie man das aufbaut. Das ist Teil 1. Und im Teil 2 habe ich das dann eingerichtet, das Haus. Und da sieht man dann halt auch, was für coole Gegenstände noch mit dabei sind. Ganz oben kann man die Tageszeit wechseln. Da haben wir jetzt gerade den Tag ausgewählt. Man könnte theoretisch auch die Nacht zum Tag machen. Nee, andersrum. Den Tag zur Nacht. Was? Man kann es auf jeden Fall umdrehen. Und hier vorne gibt es auch noch einen Whirlpool, einen Pool und eine kleine Sandkiste. Das sieht man jetzt hier alles nicht, weil ich habe so viele Sachen hier gerade stehen. Deswegen kann man nicht alles im Detail gerade erkennen. Aber es gibt auch so interaktive Sachen, wie zum Beispiel die Toilette, die funktioniert. Was heißt, die funktioniert? Also, die macht Geräusche. Die funktioniert natürlich nicht. Man kann sich da nicht draufsetzen und da einfach sein Geschäft verrichten. Das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Jetzt gibt es Platz Nummer 4. Nummer 4 ist für mich selbst noch sehr überraschend, aber ich habe es vielleicht erwähnt, ich mag sehr die OMGs. Ich habe ein extra Regal für alle meine OMGs. Ich habe bisher tatsächlich jede einzelne OMG von LOL Surprise. Ich weiß, man mag mich vielleicht für ein bisschen komisch halten, aber es ist so. Vor allem sieht es richtig cool aus. Ich habe das total toll beleuchtet und dann müssen halt immer wieder die OMGs umziehen, weil ich habe nicht genug Platz für alle und das tut mir immer sehr leid, aber dann ist da halt ein reges Kommen und Gehen. Die Winterchill-Serie von den OMGs, das ist jetzt die allerneueste, die habe ich noch nicht ausgepackt, wie ihr seht. Die stehen da noch ganz unangetastet. Ich habe sie heute zugeschickt bekommen und ich freue mich sehr auf das Video. Bei der Serie ist es ein bisschen wie im letzten Jahr. Die sehen tatsächlich, finde ich, von der Verpackung her ähnlich aus. Und es sind auch wieder die kleinen LOLs mit dabei. Also die kleinen Schwestern, das finde ich total cool. Und man kann noch nicht so wirklich erkennen, wie die aussehen. Das heißt, es wird für mich auch noch eine Überraschung sein. Man kann halt nur so ein bisschen die Schemen erkennen. Ich habe es extra noch nicht aufgemacht, weil ich das ja immer gerne mit euch zusammen entdecke. Jetzt wird's spannend. Platz Nummer 3. Ich muss es gerade mal suchen, das war hinter mir. Da, hier ist es. Das ist das Clubhaus. Und das hat auf jeden Fall Platz Nummer 3 mindestens verdient. Das haben sich sehr viele bei mir gewünscht in den Kommentaren. Und es ist auch ein bisschen anders als die vorigen Häuser, die ich ausgepackt habe, weil ich glaube, das ist nicht aus Holz. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen variabler. Ich meine, man kann das auch so ein bisschen hin und her schieben. Ich habe es noch nicht ausgepackt, aber ihr seht ja, es steht hinter mir. Das Clubhaus sieht mega cool aus. Das ist irgendwie total bunt, total abgefahren. Und man hat das Gefühl, dass das von Künstlern irgendwie gemacht wurde. Also das ist so, als ob die in verschiedenen Containern leben, die man dann so anordnen kann, wie man gerne sie haben möchte. Ich glaube, das ist sogar eine ganz gute Idee, wenn man nicht so viel Platz hat im Kinderzimmer, weil man das anders zusammenschieben kann. Das finde ich aber generell ganz cool bei vielen Sachen, wie jetzt zum Beispiel auch bei dem Glamper. Deswegen ist das nämlich vor dem Haus gelandet. Platz Nummer 2. Jetzt kommt der Fans Favorite. Das ist auch etwas, was ich total oft immer in den Kommentaren lese. Und was ich bisher noch nicht hatte, jetzt habe ich es. Heute ist es angekommen. Nämlich das hier. Das ist das erste Flugzeug von LOL Surprise. Oh Gott, ich musste mich gerade mal umsetzen. Mein Fuß schläft ein. Au. Was ich richtig, richtig cool finde, es gibt mal wieder 4 Dinge, wie man das benutzen kann. Es ist nicht nur ein Flugzeug, sondern es ist auch ein Auto oder ein Aufnahmestudio. Und das andere seht ihr gerade nicht hier im Hintergrund. Das ist auch noch ein Mischstudio oder irgendwie sowas, wo man dann auch noch sitzen kann. Also man kann das auch komplett umbauen. Das heißt, es ist nicht nur ein Flugzeug, sondern es sind wieder ganz viele unterschiedliche Sachen in einem. Und jetzt kommen wir zum Platz Nummer 1. Trommelwirbel. Mein Platz Nummer 1 habe ich auch noch nicht ausgepackt, aber ich habe es mir so, so sehr gewünscht. Es ist wieder etwas aus der Remix-Serie, aus der ganz aktuellen. Nämlich das da oben, das LOL Super Surprise. Erinnert mich jetzt schon so ein bisschen an das Amazing Surprise-Paket. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war ja auch so ein Riesenteil mit ganz vielen unterschiedlichen Überraschungen. Ich glaube, das kam auch zur Weihnachtszeit, weil da auch so ganz viele unterschiedliche Schächtelchen drin waren. Es sind insgesamt 4 OMGs dabei und auch 4 LOL Surprise-Dolls, also die kleinen. Da hat wieder alles mit Musik zu tun. Ich glaube, man kann halt auch Musik machen. Also das, was ich gesehen habe, das sah so cool aus. Und deswegen freue ich mich da unglaublich drauf, das auszupacken. Ich denke mal, das wird wieder ein bisschen länger dauern. Aber was richtig cool ist, in meinem Video, was ich dann drehen werde, darf ich euch auch wieder was verlosen. Nämlich einmal genau das Paket. Das ist so cool. Dann könnt ihr gerne bei mir da auch einmal vorbeischauen. Für mehr coole LOL-Videos abonniert auf jeden Fall gerne LOL Surprise Deutschland auf YouTube oder meine Wenigkeit, Zanzara für Kids Family Fun. Da gibt es nämlich auch ganz regelmäßig neue Reviews. So, ich glaube, ich habe euch ganz gut was angeboten, was man sich hier zu Weihnachten wünschen kann. Was vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte. Auch platztechnisch, was vielleicht passt oder auch was Kleines oder was Großes, je nachdem, wie viel man vielleicht schenken möchte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst dem Video gerne einen Daumen da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten LOL Surprise Video. Bis dann. Tschüss, eure Zanzi.